3200 Zuseher kamen zum letzten Heimspiel des GRK in dieser Regionalligasaison gegen den DSV Leoben. Das eigentliche Highlight dieser Partie gab es bereits vor dem Anpfiff, und zwar die Meisterehrung für die Rotjacken, die ja schon seit einigen Wochen als Meister feststehen. Hier sehen wir die Übergabe des Meistertellers an Kapitän Christian Deutschmann, und natürlich bekommt auch jeder Spieler seine Meistermedaille umgehängt. Dahinter das Maskottchen mit der Fahne. Wie gesagt, vor 3000 Zuschauern werden wohl in zwei Wochen bei der Relegation gut drei- oder viermal so viel nach Liebenau pilgern. Hier sehen wir Trainer Aleš Čech mit seiner Meisterurkunde, und er hat schon einige Medaillen umgehängt. Da sind wir auch schon mitten im Spiel und sehen das 1:0 durch Mario Leitgeb mit dem Kopf. Schönes Tor hier, lässt sich vor der Kurve feiern, wird von seinen Mannschaftskollegen abgeklatscht. Hier nochmal in der Wiederholung, der Freistoß kommt hoch in den Strafraum, und da steigt dann Leitgeb am höchsten, der Ball unhaltbar für den Keeper, zappelt im Netz. 1:0 nach knapp einer Viertelstunde. Ja, den Fans gefällt's. Und weiter geht's mit dem GRK wieder über die rechte Seite. Schuss wird noch abgeblockt, geht dann wieder hinaus auf die Seite. Geht hier an seinem Gegenspieler vorbei. Bringt den Ball im dritten Anlauf in die Mitte, und da ist ein Leobener und kann zur Ecke klären. Hier mal ein Entlastungsangriff der Gäste, aber in der Mitte ist Keeper Bösendorfer zur Stelle. Dann wieder der GRK. Über Brauneis kommt der Ball in den Strafraum. Der lupft ihn, geht knapp am Tor vorbei. Riesenmöglichkeit hier auf das 2:0. Da gibt es noch Diskussionen. Und die zweite Hälfte kann beginnen. Anstoß für den GRK. Der versucht es über die rechte Seite. Ball kommt in die Mitte. Da ist Rauter, und schon steht es 2:0. Die Vorentscheidung hier für den GRK. Herbert Rauter, der designierte Torschützenkönig der Regionalliga Mitte, lässt sich hier feiern. Schön auch natürlich das Zuspiel zuvor von Daniel Brauneis. Ball kommt in die Mitte, und dann nur 2 Minuten nach Wiederanpfiff Herbert Rauter mit dem 2:0. Und hier wieder eine Ecke für den GRK, aber auf Tormann faul entschieden. Der Ball ist zwar im Tor, der Treffer zählt aber nicht. Dann mal die Leobener über die rechte Seite. Wird hier zu zögerlich attackiert vom GRK. Ball kommt in die Mitte, schöner Doppelpass. Ball ist in der Mitte, und der Ball ist auch im Tor. Und zwar war es Mario Kreimer. Für ihn natürlich ein ganz besonderes Tor. Hat ja lange beim Lokalrivalen bei Sturm Graz gespielt. Nummer 2:1 der Anschlusstreffer für die Obersteirer, lassen sich hier feiern. Ja, leider den dritten Treffer des GRKs gibt es nicht auf Band. Da gab es einen Fehler bei der Überspielung, aber gehen wir gleich weiter zum nächsten Tor. So, zunächst noch diese Chance. Ball geht über das Tor beim Freistoß, und jetzt gibt es dann das 4:1 wieder von Herbert Rauter. Kommt hier in die Mitte, einen Ball, schießt von der Strafraumgrenze, und keine Chance für den Keeper. Flach in die rechte Ecke. Ja, nochmals Entschuldigung, das 3:1. Da gab es ein technisches Problem. Leider den Treffer von Berger können wir Ihnen hier nicht zeigen. Dafür nochmals diesen schönen Treffer zum 4:1. Rauter hier von der Strafraumgrenze, und der Ball zappelt im Netz kurz vor Schluss. Das Spiel war entschieden. Beim 4:1 blieb es dann auch. Der GRK feiert den nächsten Heimsieg, und wir haben uns wie immer nach dem Spiel mit den Verantwortlichen unterhalten. Ich muss sagen, so schlecht war die Leistung nicht. Wenn man bedenkt, dass 5 eigentlich Stammspieler irgendwo fehlen oder halt nicht mehr bei der Mannschaft sind, es hat sich einige, man muss auch dazu sagen, die ersten 3 Tore haben wir uns eigentlich zu leicht eingefangen. Das erste aus einem Standard, das zweite nach der Halbzeit dann auch so nach 1 Minute, das dritte ist auch ein Fehlpass vorausgegangen, da waren wir einfach nicht konzentriert genug. Das vierte war sehr schön ausgespielt, aber ich muss sagen, ja, der GRK ist halt um das einfach reifer und auch verdient Master. Wobei ich sehe trotzdem einiges Positive. Ja, gerade das Beispiel GRK zeigt, wie problematisch eine Relegation ist. Der GRK ist souverän Meister der Regionalliga geworden und kann trotz eines rekordverdächtigen Punktevorsprungs nicht direkt aufsteigen.
Wir als Steirischer Fußballverband haben uns hier klar positioniert, dass es einen Direktaufstieg geben soll. Aber es ist eben anders und wie Sie schon erwähnt haben, kann es sein, dass eben ein steirisches Relegationsderby stattfinden wird. Es wäre einerseits natürlich dem GAK zu wünschen, dass er in die Profiliga aufsteigt. Das Umfeld ist optimal, es sind wahnsinnig viele Zuschauer. Der GAK hat sicherlich viel mehr Zuschauer als viele andere Vereine, vor allem in der zweiten Liga. Andererseits ist natürlich auch Hartberg ein steirischer Traditionsverein und es ist natürlich auch den Hartbergern alles Gute in diesem Relegationsmatch zu wünschen. Ich als Präsident des Steirischen Fußballverbandes kann nur hoffen, dass es hier ein wirkliches Fair Play geben wird und dann, wenn es zu diesem Derby kommen sollte, der wirklich sportlich Bessere es auch tatsächlich schafft. Meistertitel war der erste Schritt. Wir haben die Liga nach Belieben dominiert. Wir führen mit 18 Punkten Vorsprung. Die Mannschaft spielt sensationell, die Trainer arbeiten sensationell, haben das junge Team in dieser Saison weitergebracht. Jetzt kann kommen, wer will. Liebenau wird ein Hexenkessel sein und jeder Gegner wird sich sehr, sehr schwer tun, hier vor vielleicht 10.000 oder mehr GAK-Fans zu bestehen. Ja, ich würde sagen, wir haben eine tolle Saison gespielt, wie Sie schon gesagt haben. Wir haben ein Jahr lang hart gearbeitet, jetzt haben wir belohnt worden. Freuen wir uns einfach auf die zwei Spiele in der Relegation. Egal, was dagegen es wird, wir freuen uns einfach und wir hoffen, dass wir das Jahr mit einem Aufstieg in die heute-vormorgen-Liga krönen können.